Ausnahmezustand an der Uni Hamburg. Heute findet keine Lehre statt, womöglich werden ganze Themenfelder aus den Prüfungen gestrichen. Bildungsstreik ist angesagt, Protest gegen die geplanten Kürzungen des Bildungsetats. Das würde bedeuten, dass 3000 Studienplätze verloren gehen, also auch richtig Lebensmöglichkeiten für Menschen. Das würde auch bedeuten, dass relativ viele Leute entlassen werden müssen und vielleicht sogar Fächer gestrichen werden. Und dagegen protestieren wir heute. Zu Tausenden sind die Studenten auf die Straßen gegangen und ziehen von der Uni Richtung Rathaus. Weil wir das Geld auch brauchen, um gute Lehre zu bekommen und die Köpfe von morgen zu werden. Wir haben den Sarg gebaut, wir haben Transpis gemalt, wir haben T-Shirts gemacht, hatte einen riesengroßen Andrang, wir haben schon 400 T-Shirts sprayen lassen. Und es kommt einfach nur super an. Wir haben einen Segelbootbauer unter uns und derjenige hat sich zwei Leute zur Hand genommen. Die haben sich selber organisiert und haben 3 Tage lang an diesem Sarg gewerkelt. Und Kosten 130 Euro tragen wir selbstverständlich für unsere Bildung. Am späten Nachmittag erreichen die Demonstranten ihr Ziel, den Rathausmarkt. Es gibt Brötchen, Limo, Bier und Gulaschsuppe. Bewacht wird die Aktion von einer Hundertschaft schwer bewaffneter Polizisten. Im Gespräch mit uns lobt der Einsatzkoordinator der Polizei die gute Organisation der Veranstaltung. Er selbst fühle sich ganz bei den Studenten, da seine Abteilung auch von Kürzungen betroffen sei. Während vor dem Rathaus demonstriert wird, tagt im Rathaus der Wissenschaftsausschuss. Die Präsidenten aller Hamburger Hochschulen haben im prunkvollen Festsaal Platz genommen, um möglichst viel von ihren knappen Etats zu retten. Bild- und Tonaufnahmen sind hier verboten, denn die Hochschulchefs und die Wissenschaftspolitiker liefern sich einen Schlagabtausch. Gekämpft wird mit Zahlen, Behauptungen, Versprechungen. Der Direktor der Hochschule für Bildende Künste zieht sein letztes Hemd aus, um die knappe Kassenlage seines Hauses zu illustrieren. Als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, kampieren die Protestler am Jungfernstieg. Von der Polizei wurden sie am Rathausmarkt des Platzes verwiesen, vereinzelt auch mit Pfefferspray. Ob sie wütend sind, dass sie nicht vor dem Rathaus bleiben durften? Nö, man hat ja hier eigentlich einen ganz guten Blick aufs Rathaus und weit ist es jetzt ja nicht weg. Sagt eine junge Frau in schwarzem Kapuzenpulli. Bis Donnerstag dürfen wir offiziell hier bleiben und so lange wollen wir auch bleiben und dann gucken, was passiert. Ein müder junger Mann bietet den anderen frisch gekochten Kaffee an. Für eine gute Bildung zu kämpfen, das verbindet. Man lernt sich kennen, kennt tue ich hier nicht alle, aber so ein ganz paar nur. Aber die sind alle sehr nett hier.